Okay, neuer Plan. Wir machen hier einfach mal weiter, ne? Weil ich habe gerade hier Folgendes nachgeguckt. Und zwar bei Datenbank. Da kann man hier zum Beispiel Aufgabe lesen. Was nehme ich mal an, ist hier so, weiß ich nicht. So ein Storyleitfaden, ne? Und wir sind in Kapitel 5, 1 von 4. Das ist irgendwie schon, ich habe gedacht, jetzt hier, wenn wir jetzt hier reingehen, kommt schon direkt der finale Boss, aber wenn wir in Kapitel 5 sind und 1 von 4 sind, dann bezweifle ich, dass jetzt der finale Boss kommt. Von daher, ja, habe ich mir vielleicht, weiß nicht, irgendwie so eingeredet, jetzt kommt der finale Boss, ne, aber vielleicht doch nicht, ne, deswegen gehen wir mal hier rein, ne, außerdem bin ich jetzt bei 90%, also ich glaube nicht, dass der jetzt hier 10% hier machen wird oder so, ne. Wir gehen mal bei Fähigkeiten rein. Wir dürfen jetzt eigentlich unsere letzte Fähigkeit lernen, ne? Ne, ich brauchte 3 Punkte, ne? Okay, so viel dazu. Alles klar, und dann, weiß nicht. Je nachdem, was jetzt hier passiert, wenn jetzt hier ein Bosskampf kommt oder so, dann werde ich wahrscheinlich erst die, was ich gerade gemacht habe, hinten dran hängen, weil da habe ich nur so ein bisschen Erkundung gemacht und so ein anderes uninteressantes Zeug, ne? Und da ich den Part nicht voll mit langweiligen Zeug erstmal starten will, ja, gehe ich erstmal. Oh. Tue ich vielleicht der, was auch immer jetzt hier passiert, erstmal da dran hängen, ne? Sieht doch voll nach Bosskampf aus. Ja, guck mal. Er ist doch hier, ich wusste es. Santari zu mir hätte, küss mal den sein Lichtschwert an. Überzeugen können, dass Tennelor das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei. Ihr seid nicht frei, Deggan. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Wie konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler, dabei seid ihr ein Versager! Sie haben uns nicht besiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen, angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater mit Emotionen ausgehen. Und du stehst einem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Ich fürchte um dein Überleben, Bode. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tennelor ruft. Okay. Willst du mit Boot zusammenkämpfen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er dürfte den Kampf, glaube ich, sehr viel einfacher machen. Sagte er, bevor er jetzt hier 20 Mal stirbt, wahrscheinlich, ne? Na, ich gehe all out. So. Ja, allein deswegen ist es schon ein bisschen einfacher. Ja, der wird bestimmt nicht die ganze Zeit mitkämpfen, ne? Seid gekettet an die Vergangenheit. Ist ein Lichtschwert orange? Das wird euch ins Grab bringen. Ach so, wo kommt der auf einmal? Wo kommt die andere Hand auf einmal her? Ja, das ist aber. Ja, ich wusste es. Verneigt euch vor meiner Überlegung. Oh Gott, was ist hier los? Ich versuche mich zu erinnern, wie man den bekämpft hat im ersten, in der ersten Begegnung. Aber ich habe so das Gefühl, er wird nicht so viel Einfluss hier drauf haben, ja? Weil er schon so viele neue krasse Moves hat. Wie praktisch, dass ich auch 2 Lichtschwerter mitgenommen habe, ne?
kämpft mit mir. Ja, der hat halt einfach getankt. Ja, ich glaube, ich werde diesen Part hier eher dranhängen und dann werde ich euch zeigen, was ich hier vor noch gemacht habe, ne? So an eine Erkundung und so, ne? Aber sonst ist das ein bisschen komisch, ne? Ah. Nein, komm. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass der nicht die ganze Zeit mitkämpft, weil das wäre viel zu einfach gewesen. Brauchst du Hilfe? Ja, bitte. Sterbt einfach. Okay. Kreis, alles klar. Lass mal gucken. Ihr fürchtet euch. Ihr riecht nach Angst. Das ist schon wieder einer dieser Kämpfe, wo ich hier. Ihr seid eine Blasmacht. Ja, warte, da erinnere ich mich. Sammelt das ein. Nein. Wie meine Dings hier voll zerstört hier, mein Block hier. Ja. Was? Was? Könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal bemerken. Boom. Free hit. Ihr fürchtet euch. Okay, was soll ich dagegen machen? Man macht ein Lichtschwert weg. Na, ich vergesse es dauernd. Euer Untergang ist unvermeidbar. Na. Aber man hat schon die dritte Phase, ja? Mich nicht aufhalten. Oh nee. Wie jämmerlich. Ja, da ganz aus dem Kampf draußen, ne? Was machst du da mit mir? Okay. Na klar. Das ist ein Doppelschwert. Oh mein Gott. Vielleicht ist das doch der finale Boss. Okay, irgendwie ist das. Nein. Bon. Oh Gott. Das hab ich mal zweimal. Nee, warte. Ha, bringt sogar. Ich nutze die Technologie. Ja, das schaffe ich natürlich perfekt zu blocken, ist klar. Irgendwie ist er jetzt viel anfälliger gegen Wurfangriffe. Euer Untergang ist unvermeidbar. Bam. Nein. Nein. Oh, hätte ich ihn jetzt so ins Gesicht geschossen, ne, dann wäre so cool gewesen, wenn ich ihn da jetzt voll ins Gesicht geschossen hätte. Aber ich habe nicht gewusst, dass man die Angriffe nicht blocken kann. Ja, geht. Fröhliche Weihnachten. Nein. Ich bin einfach schneller. Ups, nein, da wollte ich nicht.
Oh nein, jetzt ist meine Regeneration da oben auf der Decke. Boah, ich war grad Boot. Rufen. Ihr seid gekettet an die Felge. Warte, ich kann keine Free Heilung hier bekommen. Außer ich mache es wieder. Ich bringe es wieder zur nächsten. Okay, was soll ich dagegen machen? Boom. Nein. Oh Mann. Nein. Komm her. Oh ja, ist klar. Okay. Ich habe gesagt, in einigen von diesen Phasen kann ich schön meine Knarre einsetzen, mir ins Gesicht schießen. Ja, ist natürlich, wenn mein Ding da. Ist ja vielleicht ja, beim nächsten Mal. Ist ja vielleicht einige meiner Skills zu ändern. Ja. Nein! Falscher Knopf. Ich wollte diesen Stichangriff hier machen. Ach Mann. Komm her, das hab ich dich. Oh Mann. Voll Dropkick hat es letztes noch gegeben. Okay, vielleicht muss ich einfach nur blocken, ich weiß nicht. Ha. Mach dein blödes Schwert weg. Oh mein Gott. Boom. Ich werde euch zu Staub zermalmen. Nur noch ein. Boah, ich gerade meine Finger hier verknoten, ne? Heil dich. Ich drück die ganze Zeit. Teil. Hat so gut funktioniert gerade. Zeit für euren Untergang. Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. So, Free Hit. Deshalb hat sie mich verraten. Ich weiß nicht, ob den einfach hier so eine Hand gewachsen ist. Euer Untergang ist unvermeidbar. Oder blocken, ja, ne, ja. Nein, ich hatte keine Macht. Ich kann einfach mitten zwischen seinen Angriffen dann einsetzen. Da, ich hab doch gedrückt. Euer Untergang ist unvermeidbar. Ah, das gibt's nicht, das war wieder zu weit. Oh, komm her. Nichts über die Macht. Ah, so, ja, klappt. Dann braucht. Was wird hier? Oh, ich habe keinen Schaden, ja. Okay. Oh. Was? Wenn anvisieren. Ja. Natürlich, wenn das Lichtschwert schneller fliegt, kriege ich den voll getroffen. Ja, ein Stück. Ah. Da, oh. Oh, mache ich hier. Untergang ist unvermeidbar. Nein. Ich könnte vernichten und die ganze Welt würde es nicht einmal bemerken. Ja, bei dem werde ich immer gewinnen. Oh ja, komm hier mit wieder.
Na, oh Gott. Komm mal, du Stück. Da komm ich abwehren, während. Ich bin einfach überlegen. Okay. Oh, ich habe nur ein Ding. Komm her, ein Stück. Komm her. Nein. Ihr werdet leiden. Euer Untergang ist unvermeidbar. Ah. Doch, Unterstützung. Ja, ich versuche zu parieren im auf Großmeister. Oh Gott, ey, der Angriff kam mir voll bekannt vor. Der Thriller im letzten Kampf gemacht. Oh, warte. Oh! Ah! Ah! Oh, ich wurde getroffen. Oh nee, das stinkt ja voll. Fühlt es sich an zu wissen, dass ihr gleich sterben werdet, dass euer Leben nichts wert war. Und mal bitte wieder auf den Boden fallen. Widersetzt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Er sagt, der hypnotisiert uns nur oder so. Ja. Ich spüre es. Verlust, Leid, Reue, Zorn. In solchen Gefühlen liegt enorme Kraft, aber ihr war zu schwach. Und nun ist es zu spät. What? Starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Nein, du. Das war krass. Bitte sag mir, dass das echt ist. Da frage ich mich jetzt auch gerade. Weil es sah so ein bisschen so aus, wie wenn er irgendwie mit seiner Macht hier irgendwie ja, diese Leute Sachen berührt und so. Machthalluzination. Ja, sag ich doch. Angetrieben durch Angst. Ich habe sie ihm gespiegelt. Das war aber nicht der echte. Nicht mehr so furchteinflößend. Noch in einem Stück. BD? Sind das gute Kleber? Vielleicht hatte Dagon recht. Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Denk mal nach. Tenalor ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln, trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Meinen eigenen Jedi-Orden gründen. Ich weiß nicht, das wäre riskant. Alles ist riskant, solange das Imperium existiert. Außerdem, willst du, dass Kata ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kerl, dann schon. Und nur dann. Ja. Ja, hör zu. Ich verstehe dich. Aber irgendwann muss sich jemand dem Imperium stellen. Wieso nicht wir? Cordova wird das reparieren.
Zurück nach Jeddah. Oh, wow, okay. Klar. Ich sehe mich vorher um. Vielleicht finde ich eine Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey, Kumpel. Du hast mir den Hals gerettet. Schon wieder. Danke. Okay, auf Kurs nach Tenor. Ich habe keine. Geh schon mal vor, Kerl. Ich bin sicher, die Crew kann die Neuigkeit kaum erwarten. Wir treffen uns bei der Mantis. Warum warst du gerade so? Da war so dieser gleiche Effekt wie von, wenn Kerl hier seinen Macht-Touch benutzt, ne? Ich komme da nicht richtig. Alles klar. Verstehe schon. Ich glaube, hier müsste irgendwie das letzte Ding sein, ne? Genau. Ja, das ist sozusagen meine Belohnung für den Bosskampf, ne? Oh, da kann ich mir jetzt das letzte Ding holen. Boah. Also ja, ich werde das hier definitiv hier vor meiner kleinen Erkundungstour, die auch so 20 Minuten gedauert hat. Da, so dran. Also ich werde das hier davor packen. Weil sonst wäre ein bisschen langweilig gewesen, ne? Weil erst so 20 Minuten Erkundung und dann hier der Boss, ne? Dann habe ich euch schon mal irgendwie, weil nicht. Damit kriege ich euch, ne? Erstmal natürlich mit dem spannenden Zeug anfangen und dann mit dem langweiligen, ne? So, ich hätte gerne mal so einen Speicherpunkt, ne? So einen Meditationspunkt. Ich glaube, hier war einer. Nö. Wo genau bin ich hier gerade? Ich glaube, ich habe aber alles jetzt, ne? Das ist eine grüne Tür. Da ist eine rote. Ja, sieht aus wie ein Smiley. Okay, irgendwo hier ist eine Tür. Also ja, das sah die ganze Zeit nämlich so aus, als wäre irgendwie. Da war dieser komische Nebel ja während seiner Macht nicht Hypnose, mit seiner Macht. Ich habe keine. Kann ich bitte mal kurz zu so einem Heilding gehen? Irgendwo. Ach, jetzt gehe ich wieder ganz zurück. Nein. Ich nehme mal den anderen Aufzug gleich. Weil ich habe ein bisschen Schiss, jetzt hier überall irgendwo hinzugehen, ne? Ich weiß, der Boss ist schon tot, ne? Und der kann jetzt nicht nochmal respawnen. Aber trotzdem. So als Sicherheit, ne? Aber ja, also da ist mir schon so aufgefallen im Kampf, ne? Irgendwie so war mit ihm, ne? Hat er irgendwie, weil ich dieses komische Ding aktiviert, seine Macht. Oh, hier musste ich hin, okay. Seine Macht, seinen Macht-Touch, hat er irgendwie damit irgendwas zu tun hatte. Und dann hat er mir das noch so bestätigt, mehr oder weniger. Dunkel. Okay, also ist doch nicht finaler Boss, ne? Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf eingestellt. Na, guck mal. Entweder so oder so. So oder so. Ist er bei denen auch? Ne, das ist nur eine. Ne. Schade. So. Wo bin ich hier? Ist da nur eine Truhe? Ich nicht. So, da ist ein Speicherpunkt. Gut. Alles klar. Gut. So, wir müssen zurück nach Jeddah. Alles klar. Das war Bescheid. Vielleicht kommen jetzt neue Kopfgeldjagden und so, ne? Ja, bist du in hier schon wieder? Oh, Junge, auf meinem Rücken juckt es ganz stark. Wenn ich nur meinen Anzug nicht anhätte. Du könntest ihn ausziehen. Oh, er hält sich für schlau. Das hättest du wohl gern. Was ist, wenn ich schwimmen gehen will? Hm? Was mache ich dann ohne Anzug? Ja, wollte ich gerade sagen. Ach, niemand mag besser, Junge. Kerl, mein Junge. Dein Blick schweift in die Ferne. Was hast du jetzt vor? Wohin trägt dich der Wind? Eine Zuflucht. Ich werde einen Ort finden, der vor dem Imperium sicher ist. Sicher ist gut, Junge. Aber nicht.
nicht zu sicher. Kein Fischer kann leben, ohne für eine Familie sorgen zu müssen. Aber ich freue mich für dich. Es ist nicht leicht, für eine vom Wind getriebene Seele irgendwo zu ankern. Nein, ist es nicht. Vergiss nicht, hin und wieder mit dem alten Scuba angeln zu gehen, ja? Ich weiß nicht, wie man angelt. Also, ich habe wortwörtlich keine Dings. Oh, nee, ich habe meine Erfahrungspunkte verloren, weil ich die einmal nicht. Boah, aber ich war so kurz davor. So kurz davor, alle Fähigkeiten eingesammelt zu haben. Na gut. Alles klar, dann wissen wir, wo wir als nächstes hin müssen. Ne, wir müssen nach Jeda Kobo 99,4%. Alles klar. Ich muss zur Mantis. Und ich werde dann herausfinden, wie ich das mit der Tür hier mache. Ich habe so das Gefühl, ich bin so nah dran. Ich muss vielleicht mit den Leuten reden, keine Ahnung. Was anderes fällt mir jetzt gar nicht ein. Ist halt ein bisschen blöd, dass man hier nicht irgendwie. Ich hätte gerne so eine komplette Liste, wo ich so irgendwie weiß, anstatt hier über jedes Gebiet hier drüber zu gehen. Das ist ein bisschen umständlich. Ja, kann ja immer sein, dass ich hier irgendwie so was übersehen habe oder so, ne? Aber ich meine, ich habe alles auf diesem Planeten jetzt. Bis auf diese Tür. Vielleicht kann ich jetzt auch ein paar Kopfgeldjagden und so annehmen, ne? Ich weiß es nicht. Aber ich mache für... Ich weiß nicht, warum ich rangegangen bin. Ich mache für heute... Nein, ich mache nicht für heute Feierabend. Ich mache für heute mit meiner Aufnahmesession Feierabend. Aber ihr werdet jetzt hier wahrscheinlich noch die restliche kleinen... Da ist jetzt nicht viel passiert, ne? So ein, zwei Sachen sind da noch passiert. Die haben halt nur ein bisschen lang gedauert. Und ja, ich habe mit den Leuten in der Spoiler, ich habe mit den Leuten im Dings geredet, im Salon, um zu gucken, ob diese Tür geöffnet wurde, ob man die damit öffnen kann oder so, wenn man mit den Leuten reden kann, weil was anderes ist mir nicht eingefallen, habe ich auch gerade erwähnt, beziehungsweise werde ich gleich erwähnen. Und ja, gut, ich verabschiede mich, aber ihr werdet jetzt hier noch ein paar Sachen sehen, also ja, bis gleich, nehme ich an. Ciao. Und weiter geht's mit dem letzten Zusammenkratzen von was uns hier noch in diesem Spiel fehlt, ne? Ich bin bei 90% angekommen und okay. Irgendjemand klappt sich damit irgendjemanden. Eine Sache habe ich gefunden, so. Ist jetzt schon eine Weile her, seit ich wieder gespielt habe, also entschuldigt, dass ich bin vielleicht nicht so gut gerade. Aber gucken wir mal. Und zwar. Okay, da kommen sich zwei, ne? Ja, die habe ich nämlich offscreen gefunden und ich frage mich gerade so ein bisschen, warum die sich gerade miteinander kloppen. Ja, also könnt ruhig weitermachen damit, ne? So, wenn die beiden sich da mal kloppen, ne? So, auf der Karte befindet sich nur noch dieses eine Ding hier, ne? Und ich bin die ganze Zeit wie ein Bekloppter am Suchen, ne? Aber ich glaube, mir ist was aufgefallen. Und zwar, weil ich habe mich nämlich gewundert, weil das Ding müsste so laut der Karte irgendwo so da in dieser Kuppel hier sein oder unter der Kuppel, ne? Irgendwo so da drunter, ne? Aber dann ist mir irgendwie so aufgefallen, weil ich habe hier überall nachgesucht, ich habe nichts gefunden, ne? Dann ist mir aufgefallen, hier, sobald ich hier hingehe, das Aussichtsdeck, das ist ja auch ein Ding, ne? Und da steht Sammelobjekte. Und da fehlt anscheinend doch, ne? Was? Hier Aussichtsdeck, das will ich machen. Ich habe es auch gerade gehabt. Hauptziel. Diagnosekorridor. Oh, es ist doch irgendwo hier. Aber ich weiß nicht wo, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich habe erst gedacht, es ist hier da oben das Gebiet und ich weiß nicht. Ich nehme jetzt an, da muss ich gegen Dings kämpfen hier mit Dagen, ne? Wenn ich den erledigt habe, dann kriege ich auch noch irgendeine Sache und dann kommt irgendwie das Ding so da hoch. Irgendwie, das ist irgendwie so eine Essenz, die ich am Ende des Kampfes freischalte und die kommt dann so hochgeploppt, so, ne? Aber anscheinend doch nicht, ne? So.
Aber hier bin ich zum Beispiel beim Aussichtsdeck, ne? Und hier sind zwei Objekte und ich habe alle zwei Objekte. Ding. Aber kann auch nicht sein, dass das irgendwie. Na, warte, ich bin jetzt vollkommen verwirrt hier gerade, ne? Das hier ist halt Aussichtsdeck, ne? Und das hier ist der Diagnosekorridor. Also ich bin so ein bisschen verwirrt, wo genau das Ding hier ist, ne? Ich guck noch mal. Es soll laut der Karte soll es irgendwo hier sein, ne? Am Hof. Laut der Karte soll es irgendwo hier sein, ne? Hier, genau. Aber ich klicke auf das Ding hier, ne? Und hier ist nichts, ne? Deswegen, also es ist hier irgendwo. Hier muss das irgendwo sein. Ja, ich weiß nur nicht genau, wie ich da hinkomme. Da muss ich dann noch mal nachgucken, ne? So. Aber kümmern wir uns erstmal um die beiden Typen, ne? Mir vielleicht der letzte Part sein, wo ich so noch ein paar Sachen freischalte. So, ihr habt jetzt keinen Schaden, wenn ich da reingehe, ne? Ja, natürlich nicht. Aber ich seid ja wieder Besties, ne? Ist klar. Hat sie gerade gesagt, ihr ganzes Geld? Ihr ganzes Geld hat sie in diesen Augenblick gesteckt. Oh, oh, falsche Person. Den da. Ich kann auch eigentlich zurückgehen, ne? Und die von oben die ganze Zeit abknallen, oder? Würde ich sagen. Hast du mich gerade gezogen? Was? Ich mag es, wie ich so mit meiner Hand irgendwie so vor mir. So vor mir war so, oh nein. Bitte nicht anfassen. Na. Ja. So eine Frage, spiele ich auf Großmeister? Ja, ne? Ich weiß nicht, warum ich das nicht sollte, aber ja. Wegen den ganzen. Nein, das mache ich ja. Ach ja, er macht diese Elektrogranate. Aha! Ja, keine Ahnung, weil ich hier die ganzen Dinger gemacht habe, die Machtrisse. Mich so jetzt ein bisschen. Danke. Mich jetzt so ein bisschen paranoid, ob ich das jetzt immer anhab oder nicht. Nee, finde ich echt gut, dass die sich hier die Ziele teilen und nicht beide auf mich losgehen. Ins Gesicht. Gute Arbeit, Bruder. Ja, ich bin nicht dein Bruder, Alter. Ich bin nicht dein Alter. Ja. So, ein Fähigkeitspunkt oder irgendwie sowas. Bleh. Okay. Also ja, finde ich ein bisschen komisch, ne? Also, anscheinend habe ich ja schon alle legendären Gegner erledigt, ne? Laut hier Trophäen und so, ne? Deswegen frage ich mich jetzt hier, warum immer noch hier die Leute rumlaufen. Aber okay. So, es soll ja irgendwo hier unten sein dann, ne? Wenn ich das Ding wieder öffne, dann kommen jetzt die ganzen Gegner hier. Schnell mit dir. Ah, verdammt. Ich habe echt keinen Bock, da jetzt wieder reinzurennen. Gegen die Gegner. Oh, ich habe vielleicht eine Vermutung, was das sein könnte. Ich muss vielleicht die Tür so da öffnen, ne? Kann ich da von hier aus öffnen? Ja, ne? So von der anderen Seite. Ja, nicht. Ich habe keinen Bock, gegen die wieder zu kämpfen. Das war aber nervig. Ich gehe auf die andere Seite. Dann von da versuche ich mal. Weil sind die Gegner auch respawn, ne? Weil ich habe so das Gefühl, ich muss die Tür irgendwie so da umdrehen, damit ich irgendwo dran komme, ne? Verdammt, da komme ich hier nirgendwo rein.
Ja gut. Ich sehe euch dann vielleicht, wenn ich da. Ich glaube, die Druiden sind wieder hier gespawnt, ne? Die Druiden, die tun ja mal spawnen, glaube ich. Sehr gut. Da kann man bestimmt auch einige Trophäen farmen. Ja, nein, das wollte ich nicht. Ich tue mal noch mal. Ich wollte so ein paar Gegner hier schmettern. Weil davon habe ich, glaube ich, schon die Trophäe, ne? So 5 Gegner auf einmal schmettern war, glaube ich. So, ist vielleicht gut, dass wir hier ein paar Erfahrungspunkte noch kriegen, ne? Aua. Weil ich habe, glaube ich, wieder ein paar Punkte hier zum Ausgeben. Bin natürlich wieder ganz knapp davor. Aber okay. Gehen wir mal hier noch. Großes Ukula. Nukula. Gehen wir die noch mal aus, ne? Nicht hier. Was haben wir denn hier noch? Sprintattacke. Was hat ein Schwert? Ja. Also jetzt ist das schon ein bisschen egal, ne? Boom. Alles klar, cool. Luftsprintattacke. Okay, das könnte nicht schlecht sein. Tanzende Klinge. Oh, da war es dann. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nah dran war, alle Sachen zu holen. Okay, ich brauche noch 2 Level-Ups. Ich bin kurz davor aufzuleveln, also ja, das könnte ich nicht mal lange dauern. Okay. So, ich guck mal, ob ich das Ding hier noch finde, ob meine Vermutung so richtig ist. Und ja, dann sehe ich euch hoffentlich, wenn ich die Lösung gefunden habe. Alles klar. Das Rätsel um diese Tür hier muss noch gelüftet werden, ne? Ich habe so eine kleine Vermutung, was ich machen muss. Und zwar muss ich mit einigen Leuten hier reden, ne? Bestimmt. So, keine Musik, Gott sei Dank. Ich habe nach Kufiman das eine letzte Collectible bekommt. Kann ich noch nicht kriegen, weil da muss man erst in diesen einen Raum, der da oben ist, ne? Wo ich wahrscheinlich auf Dagon treffen werde oder auch nicht, ich weiß es nicht, ne? Und ja, da kann ich noch nicht hin, deswegen kann ich das noch nicht einsammeln. Und ja, darum müssen wir uns noch nicht kümmern. So, ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was mir jetzt nur so einfallen würde, ne, wie ich das hier öffne, weil ich habe wortwörtlich, glaube ich, schon fast alles auf diesen Planeten hier gefunden, ne? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas übrig ist, was mir fehlt. Deswegen das Einzige, was mich mir erklären könnte, ist, dass ich hier mit irgendjemandem reden muss und der sagt mir dann so, oh, so kriegst du die Tür auf oder so, ne? Deswegen unterhalten wir uns mal mit ein paar Leuten, weil das ist auch das Einzige, was ich hier nur so wirklich nicht gemacht habe, ne? Deswegen wäre das so das Einzige, was mir jetzt nur so einfallen könnte. Und ansonsten habe ich ja schon alles, ne? Während echte Chancen an ihnen vorbeizogen. Echte Chancen? Ach, du weißt schon. Steuerfreier Handel, außergesetzliche Importe. Außerdem hatte, ich glaube, der Vegas hatte mir gesagt, diese Tür kann man schon relativ früh öffnen. Also muss es eigentlich nur das hier sein, ne? So, na guck mal hier. Ich rede hier mit den Typen. Schon kriege ich hier neue Informationen, ne? Außerdem müsste ich ja mal irgendwann hier. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Thor. Außerdem muss ich ja noch einige Kopfgeldjagden erlegen. Und die tun sich ja nicht aktualisieren. Vielleicht komme ich dann auch irgendwie neue Kopfgeldjagden. Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim, aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben und sie haben sich eine... Ja, ich habe halt keinen Bock gehabt, mit den Leuten hier allen zu reden, ne? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich. Ich habe so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen hier... Wie nennt man das? PTSD jetzt von Genshin Impact, wo jedes Mal... Wenn ich mit irgendeinem random Typen rede, ich irgendwie in so ein 20 langen Paragraph irgendwie gelandet bin, ne? Weißt du, da redest du mit einem normalen NPC auf der Straße und der erzählt dir irgendwie deine gesamte Lebensgeschichte. Und nein, ich tue nicht übertreiben. Davon habe ich gehört.
Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen abgeschreckt, hier mit Leuten zu reden. Also habe ich im Kopf kleine Songs aus dem Lärm gemacht. Du hast also früh angefangen. Und ich habe niemals damit aufgehört. Zwei und halt Hunger. Die Kantine hat ein paar großartige Songs, aber mehr schaden nie. Nachdem du da draußen suchst. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Okay. Es hängen doch keine Sabrak im Außenposten herum, oder? Ich habe keine gesehen. Oh, schade. Da bin ich erleichtert. Puh, ein Augenblick lang dachte ich schon, ich müsste mich aus dem Staub machen. Will dir irgendjemand was tun? Nur des Öfteren. Aber ich außerdem die Unterhaltung mit diesen einen Fischertypen war noch immer so lange. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich hier nicht mit den Leuten noch reden wollte. Je weniger du weißt, desto besser. Vertrau mir. Ich kann immer weglaufen, ein neues Leben beginnen. Nein, Turgel, nicht schon wieder. Nicht schon wieder? Ein andermal, okay? Okay. Ich rede jetzt so lange, bis hier. Bis sie mir irgendwie was sagen. Bis sie nichts mehr sagen. Hast du schon mal versucht, Priorit abzubauen? Einmal. Ich fand. Und der Grund, warum die Musik hier abgestellt ist, ist, weil, ja, Kopierschutz. Irgendwie bekomme ich immer so eine Urheberrechtmeldung, wenn die Musik an war. Deswegen muss ich die ausschalten. Sie haben dich setzen lassen? Ja. Ich ging allein. Gong, gong. Durch die Dunkelheit und vertraute auf meine Intuition. Ich fand einen weiteren Ausgang. Und die Prospektoren? Tot. Gorokko-Angriff. Hätte ich sie verfolgt, wäre ich auch gestorben. Das sollte uns eine Lektion sein. Gehe immer deinen eigenen Weg. Okay. Ich muss jetzt alleine sein. So, was ist mit dir? Hast du jetzt mal endlich hier... Ich habe zu meiner Zeit gesehen und ich muss sagen... Okay. Sprechen, Kerl. Wie kann ich hier gesagt? Bis ich so einen Hut wie du kriege. Keine Chance. Den habe ich von meinem ersten Ziel. Er hat sentimentalen Wert. Wie lange warst du eine Kopfgeldjägerin? Lange. Ich habe das Gefühl, ich muss öfter mit denen reden. Ich erkenne einen zukünftigen Killer, wenn ich einen sehe. So, mehr habe ich wieder nicht, ne? Beeil dich, ja? Kollegin, ich will mehr Leute töten. Gib mir mehr Aufträge. Wer bist du? Niemand. Wer bist du? Niemand. Hier, Monk. Barkeeper. Hey, wie macht man diese eine Tür auf? Eins muss ich dir lassen, Kerl. Wo du bist, ist die Action nicht weit. Hey, du wolltest doch Gäste, oder? Stimmt, der Laden ist voll. Wenn das so weitergeht, brauchen wir einen Rausschmeißer. Vielleicht kann Mosey ein zusätzliches Einkommen gebrauchen. Interessanter Vorschlag. Wenn ich mein Leben jemandem anvertrauen würde, dann Mosey. Behalte den Pfad vor dir im Auge. Ja, apropos Pfad, wie kann man diesen einen Pfad in dieser Kantine eröffnen? Später, Monk. Im Salon, meine ich. Mein Gott, ich sag immer. Okay, na, wie geht's, wie steht's, Leute? Hm. Weiß einer, wo ich, wie man Türen aufknacken kann? Dieser Tisch ist reserviert. Geht klar. Wow, ruhig, Grog. Entschuldigung wegen meines Freundes hier. Er ist nur ein bisschen vorsichtig. Schon verstanden. Hm. Ich heiße Dana. Der alte Knacker ist Grog. Ich habe so das Gefühl, ich hätte mit denen am Anfang des Spiels reden sollen. Suchst du Arbeit? Grog und ich haben das Talent, aus Gelegenheiten Profit zu schlagen. Alles klar, her damit. Oh ja, und Talent war auch nötig, um diesen Dura-Stahl auf mich fallen zu lassen. Ach, das war keine Absicht. Diese Schauderpede meinte es ernst. Du warst dem Druck nicht gewachsen. Nicht gewachsen? Kerl, die Frau hätte mich fast umgebracht, hat praktisch schon meinen Nachruf verfasst. Ist das nicht die deutsche Stimme von The Rock? Von Dwayne Rock Johnson? Ja. Ich muss dann weiter. Spinnerin. Miese Peter. Los, gib mir den Auftrag. Komm später wieder, ja? Hey, wir planen neue Energiekerne in den Dämmen der Baggerschlucht zu installieren. Vielleicht kriegen wir sie wieder zum Laufen. Gute Idee. Wer hat dir das beigebracht? Ein alter Freund von uns. Erstklassiger Ingenieur. Mit einem Gewinnerlächeln. Das hatte er. So einen kann man brauchen. Könnte man meinen. Aber er hat uns nach einem großen Coup unseren Anteil gekürzt. Grog hat dem Behörden eventuell einen anonymen Tipp gegeben. Ja. Was kann ich sagen? Als voll gerne. Ziemlich hart, wenn er euch nur um ein paar Kredits gebracht hat. Er
hat seine Finger in unseren Teil vom Kuchen gesteckt. Und unser Teil ist nicht verhandelbar. Manche verdienen einfach keine zweite Chance. Vor allem nicht die Gierigen. Ich werde daran denken. Ja. Man sieht sich. Okay, er hat es ja voll gebracht. Vielleicht muss ich noch ein paar Mal hier rein und raus gehen. Mit den neuen Unterhaltungen kommen oder so. Der Riesenpiazza, den du eingelullt hast, erinnert mich daran, wie ich einmal mit meinem älteren Bruder auf Bergtour war. Wir trafen auf einen TBD. Schon mal einen gesehen? Ja, die sind riesig. So ein Bild von Grease auf der linken Seite. Richtiges Exemplar. Wollten es eigentlich in Ruhe lassen. Doch plötzlich greift sich der TBD meinen Bruder und hebt ab. Ich kletterte die Klippenwand hinter ihnen her. Ich wollte den TBD nicht verletzen, weißt du? Musste aber meinen Bruder retten. Ich warf meinen Speer und durchbohrte das Tier. Das muss ein Wahnsinnswurf gewesen sein. Wie hast du das gemacht? Hatte ich denn die Macht benutzt. Mein Bruder stürzte, hatte aber großes Glück und nur ein paar Kratzer. Ich wünschte, ich hätte den TBD beschwichtigen können. Das ist aber eine Frage, die ich beantworte. Lassen sich eben nicht vermeiden. Wie hast du das gemacht? Ich hatte keine Wahl. Er erklärt nicht, wie du halt... Grüße. Grüße. Klar. Hey, Grease. Ich habe schlechte Nachrichten über unseren Lieblingsfanatiker auf Ordo Aris. Ich weiß bereits, dass Sorg Tormo ein neues Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ach so? Einer deiner Stammgäste hat mich informiert. Sie hat die Haxion-Brut beobachtet, also sind wir diesmal einen Schritt voraus. Ach, man sollte meinen, der Typ würde es mittlerweile bleiben lassen. Okay, bring das mal zu Ende, ja? Ich mach's ja. Okay. Ja, ich mach doch schon. Ja, hat's voll gebracht. Was mit dir? Du siehst voll wichtig aus. Okay, das hat's voll gebracht. Die Tür ist immer noch zu. Nimmst du auch Wünsche an, Ash? Lass mich rein. Na, naja, ich werde mal versuchen, ob ich irgendwie. Hier kommt manchmal einer vorbeigelaufen, will auch reden. Das ist Monk, ne? Ich weiß nicht, soll ich vielleicht irgendwie den Saloon irgendwie mal verlassen und zurückkommen? Vielleicht öffnet sich dann mal irgendwann die Tür. Ich weiß es nicht. Wir gehen die Ideen aus. Ja, Barkeeper. Schön, dich zu sehen, Kerl. Okay. Nächstes Mal, Kumpel. Na gut, mal schauen. Gut, ich habe mich jetzt zum Mantis hin teleportiert. Nicht, weil ich den Planeten schon verlassen wollte, aber einfach nur, weil ich mich da immer hin teleportiere, ne? Wenn ich jetzt im Salon will und... Da kam schon gerade so eine Nachricht, ne? Die ist jetzt wieder weg, ne? Neue Gespräche sind in Pylon Saloon. Oder neue Charaktere sind jetzt da. Neue Charaktere und neue Gespräche sind im Saloon von Pylon. Also gucken wir mal, ne? Was da jetzt abgeht, ne? Dann gucken wir mal, was da jetzt passiert, ne? Vielleicht neue Kopfgeldjagden, ne? Vielleicht neue Gespräche. Gucken wir mal. Also für irgendwas muss ich ja machen, damit das hier vorangeht, ne? Mit der Tür. Oder allgemein. Wer bist du? Kenn ich dich? Weiß ich nicht. Was ist mit euch beiden? Okay, du alte Schreckschraube. Ich bin dabei. Das ist der Dummkopf, den ich kenne. Oh, ich sollte vielleicht mal den Fernseher ausmachen. Fernsehsound. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Alles begann, als ich mich einem Söldnertrupp anschloss. Grock war einige Monate früher rekrutiert worden. Wegen meines guten Aussehens. Genau. Und ich, weil ich so geschmeidig bin wie Huttentran. Alles lief gut, bis unser Team das Imperium übers Ohr hauen wollte. Und dann... Wir haben uns aus dem Staub gemacht und einen Neuanfang gewagt. Der Rest der Truppe wurde getötet oder eingesperrt. Was zum Kot, Grock? Ich erzähl die Geschichte. Der Junge muss nicht unsere ganze Lebensgeschichte hören. Danke. Die Sache ist, dass Grock und ich erkannten, dass wir zu zweit besser dran sind. Ich mag den Typen. Wir kennen das Gefühl. Wie geht's? Kerl, genau rechtzeitig. Der alte Nörgler hat die beste Entscheidung seines Lebens. Jetzt reden wir darüber. Okay. Ich mach keine Rückzieher mehr. Wir sind bereit für den großen Fischzug. Das große Ding. Schon wieder fischen. Das, worauf wir gewartet haben. The Big One. Unter der Nase der Imperialen. Weit mich ein. Auf dem Berg soll es zurückgelassene imperiale Ausrüstung geben. Die Prospektoren sind zu feige, es sich zu holen. Aber wir sind nicht feige. Auf keinen Fall.
Morgen um diese Zeit ist ein industrieller Treibstoffinjektor in unserem Besitz. Okay, sei vorsichtig. Freut mich, dass jemand sich vom Imperium keine Angst einjagen lässt. Kann ich damit irgendwie eingebunden werden? Oh, wir haben alles ausgetüftelt. Mit Karte und allem drum und dran. Hol dir besser jetzt unsere Autogramme, Kerl. Beim nächsten Mal kannst du sie dir vielleicht nicht mehr leisten. Morgen sind die tot. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? So, irgendjemand neu? Du siehst irgendwie krass aus. Hey, hast mal was Neues? Kestis wischt mit den Raiders den Boden auf? Nicht schlecht. Die sind sicher nicht weg. Nur ein bisschen angeschlagen. Ich bin trotzdem beeindruckt. Ohne einen Anführer werden sie das gewisse Etwas verlieren. Ach ja? Es gibt eine offene Stelle an der Spitze der Raiders. Interessiert dich das? Nein, danke. Zu viel Stress. Aber du hast recht. Wenn du mich ich mag diese Kameraperspektive. Und Fieses, die Raiders schlucken. Mir gefällt nicht, wie sie die Beine. Dachte ich mir schon. Ja, da gibt's mir echt keine neuen Sachen hier, ne? Hey Jäger, Wesleyan Martz, der Bluthund der Brut, sucht auf dem Berg nach deiner Fährte. Alles klar. Er ist mit einem Trupp unterwegs, der auf Tarnung spezialisiert ist. Halt also die Augen auf. Endlich mal was Neues. Hältst du mir den Rücken frei, BD? Langsam mag ich diesen. Zieh gleich so eine Knarre. Ein bisschen. Bob. Nicht beschäftigt. Du scheinst gute Laune zu haben. Ich habe daran gedacht, dass diese Kantina mich an einen Festtanz auf meinem Heimatplaneten erinnert. Die Kantina erinnert dich an tanzende Leute? Ist doch eine Kantina. Ich nenne die immer falsch, fälschlicherweise Kantina anstatt Salon. Aber die nennen halt auch Kantina. Ohne die Essenz von allen entsteht nichts. Lass mich den Tanz meines Volks zeigen. Jemand bestellt bei Monk einen Drink. Gulu macht einen Witz. Mosey erzählt eine Jagdgeschichte. All das zusammen ergibt etwas Größeres als die Beteiligten für sich genommen. Jetzt ist nicht die Zeit für ein Gespräch. Okay. Anscheinend kennst du Doma schon länger. Ach, muss ich jetzt jeden Lebensgeschichte erzählen? Gezeigt, mich versteckt, denn ich bis irgendwann Quests kommen oder so, ne? Geflucht, so. Was hast du angestellt? Der Überfall des Jahrhunderts. Alle Kopfgeldjäger der Galaxis waren hinter mir her. Du hast einen Überfall durchgezogen? Ist das so schwer zu glauben? Ja. Und genau deshalb hat es geklappt. Niemand hier hält viel von mir. Also sehen Sie mich nie kommen. Sie sehen mich nie kommen. Und dann hab ich Sie. Was hören, Kerl? Wie findest du es hier? Ganz ordentlich. Ganz ordentlich. Durchaus Potenzial. Ja, nun, alles hat Potenzial, wenn man die Augen nur fest genug zukneift. Was denkst du? Du verbringst hier ziemlich viel Zeit. Was ich denke? Lass es mich dir Punkt für Punkt zeigen. Dieser Ort verstößt gegen etwa 2 Dutzend grundlegende Geschäftspraktiken, setzt fröhlich auf falsche Werbeversprechen und ist voller Schimmel, den ich nicht zu untersuchen wage. Und dennoch, hier gibt es Drinks und sie machen nicht zu, wenn die Bedlam Raiders uns einen Besuch abstatten. Das kann man von keinem anderen Laden auf diesem Felsen behaupten. Bist du von irgendeinem anderen Laden? Und du siehst aus, als würdest du auf jemanden warten. Hey Monk. Du siehst müde aus. Entspann dich mal. Alles soweit in Ordnung, Monk? Nun ja, jetzt geht es uns gut. Die Raiders. Ja, wird nur einige Parts hier dauern, ne, bis wir was machen, ne? Aber wir sind aus härterem Holz. Hey, der eine Typ ist gerade durchgeschwungen. Freut mich. Geht's dir gut? Kerl, mein Junge, ich sage dir dasselbe wie diesen Raiders. Nämlich? Schieß ruhig. Aber dann lecken sie mich an meinen metallischen. War schön, dich zu sehen. Lecken sie mich an meinem metallischen Blech hintern. Naja. Du hast also den Kompass, ja? Dann sind wir soweit. Nächster Halt Jeddah und dann. Du weißt schon. Reimt sich auf Schmannerlor. Bist du sicher, dass du das Pylons verlassen willst? Ich muss zugeben, es ist in guten Händen. Wir sind ja nicht für immer weg. Wir kommen zurück, oder? Wir müssen bloß vorsichtig sein. Klar. In jüngeren Jahren war ich risikofreudiger. Heute will ich nur ein Zuhause. Kerl, was geht? Halluzinationen während des Kampfes mit Dagon.
Was hast du gesehen? Ich habe Dinge gesehen. Unsere Freunde, die gelitten haben, weil sie mir gefolgt sind. Und dass ich nichts dagegen tun konnte. Ich sah Kata in ihrem Zimmer. Ihre REM-Zimmer? Brachen die Tür auf. Aber weißt du was? Das wird nicht passieren. Ja. Danke, dass du da warst und mir den Rücken gedeckt hast. Das war nur ein Rausch. Keine Sorge. Danke dir, Bruder. Wir waren noch nie so dicht davor, denen, die wir lieben, echte Sicherheit zu geben. Ich genieße nur diesen Ort, solange ich kann. Mag sein, dass ich eine Weile nicht vorbeischauen kann. Okay. Tür ist immer noch nicht offen, oder? Nein. Wird es noch ein paar Gespräche wahrscheinlich geben. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss, um das voranzutreiben, ganz ehrlich, aber gucken wir mal. Wir laufen hier und wieder auch noch mal ein paar Leute rum, ne? Wie hier. Ich habe das mit den Rollminen gefunden, von dem du erzählt hast. Wirklich? Oh. Und wie geht's deinen Ohren? Alles gut. Danke für die Warnung. Freut mich für dich. Hast du was Wertvolles gefunden? Von dir habe ich mal ein Gerücht, oder? Lager gestoßen. Oh, gut. Naja, du verdienst es. Wenn ich jetzt nur noch dieses Läuten in den Ohren loswerden könnte. Cool Story, okay. Was ist mit euch beiden? Ich habe die ganze Zeit ignoriert, weil keine Ahnung. Hey Leute, wie lange seid ihr schon zusammen? Zu lange. Wir gehörten zu den Ersten hier und haben beide nach Priorit gesucht. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten und haben nichts gefunden. Dann fiel mir ein, dass ich es draußen hasse. Und ich holte mir einen Sonnenbrand auf meiner Gastrodermis. Nicht lustig. Nicht lustig. Jämmerlichsten, ungeschicktesten Prospektor auf dem ganzen Planeten. Ramsay Forlow. Ich auch. Natürlich haben wir sofort Witze über Ramsay, den alten Tollpatsch, gerissen. Ich habe über Gulus Sprüche sehr gelacht. Und ich über Guidos. Und seitdem sind wir zusammen, weil wir etwas gemeinsam hatten. Ramsay war ein Versager. Ja, schon was anderes. Schon was Besonderes verbindet. Bis dann. Ha? Okay, gut zu wissen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal diese Kopfgeldjagd als nächstes, ne? Wo auch immer die ist. Sollte vielleicht mal gucken, ne? Oder auch nicht. Doch, hier. Also, da fehlen auch so viele, ne? Und ja. Und dann sehe ich ja, ob es vielleicht mit den Gesprächen hier so weitergeht, ne? Also ja, bis gleich. Wird ja hoffentlich nicht so lange dauern, oder? Bonk. Muss schon sagen, was? Seitdem, den ich runtergeschmissen habe. Okay. Hier ist er. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, ganz locker bleiben, Kollegen, ganz locker. Natürlich sind da wieder drei Stück. Ah. Okay, das funktioniert. Nein, lass mich den angreifen. Hatte ich so eine Konstellation nicht schon mal? Dieser eine Typ in den Ruinen war doch schon so, ne? Komm her. Ah, warte. Ich habe ihn zurückgeworfen. Hat nicht geklappt. Mein Gott, da ist er voll nervig hier. So, jetzt reicht's. Wie viel die aushalten? Ja, ein Stück. So. Ja, ich block alles. Kann ich dein Schild nicht einfach entfernen, so?
Oh mein Gott, ehrlich. Problem ist, sie sind noch nicht mal so schwierig, ne? Ja, natürlich wieder voll viel aus, nur. In die Fresse. Warte mal, du hast gar kein Schild, sehe ich gerade. Ich kann einfach auf dich draufballern. Was ist das? Die hätte ich vielleicht auch benutzen können, ne? Okay, den zu finden war ein bisschen nervig, ne? Wir haben ein bisschen gesucht, aber wir haben ihn gefunden und wir haben ihn erledigt und gut. Ich sehe euch dann, wenn ich den Puck abgebe. Gib mir eine Belohnung. Hör mal, Kerl. Serfin Juke und seine Flieger wurden über dem Observatorium von Kobo gesichtet. Sie werden Blasterbeschuss und Granaten von oben auf dich regnen lassen. Also sei vorsichtig. Wir werden sie schon erledigen. Dreckig. Langsam klingst du wie ein echter Profi, Kerl. Seit ich auf diesem Felsen gelandet bin, hatte ich... Okay, jetzt kriege ich ja wieder neue Aufträge anscheinend. Okay. Okay. Ich glaube, ich muss ja nicht Bescheid sagen, genau. Da ist jemand interessiert. Und dann haben wir noch hier so die Hack-Skills. Hm. Aber das haben wir doch schon. Ne? Ich weiß es nicht. Egal. Gut. Machen wir die. Aber erstmal im nächsten Part. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe genug Sachen erledigt. Ich habe jetzt keine Nachricht bekommen, so, ey, die wollen hier über neue Sachen reden. Ne? Und ja, würde ich sagen, ich glaube, ich habe genug. Schon ein bisschen mehr als eine Stunde, wenn ich mich nicht irre. Ah, Sonnenlicht. Und dann sage ich, wir machen uns dann auf den nächsten Part auf zu einigen Kopfgeldjagden. Ich hoffe, ja, sind dann noch mehr als nur noch diese eine, ne? Und ja, dann, keine Ahnung. Guck mal, wie es weitergeht, ne? Vielleicht gibt es ein paar neue Gespräche oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Und dann, ja. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen bei jedem von euch und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und all das Zeug, ne? Ciao.